Georg, auf ein neues. Das erste Interview wird die Welt leider nicht zu sehen bekommen. Technischer Fehler, machen wir es gleich noch einmal. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Kompliment wirklich auch an den Gegner, aber ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wir haben wirklich sehr eifrig gearbeitet. Wir hatten zwar auch einige Ballverluste, aber desto mehr Kompliment. Wir haben uns jedes Mal wieder die Bälle auch zurück erarbeiten, erkämpfen müssen und haben dennoch wirklich viele und klare Torchancen rausgespielt. Und aus meiner Sicht geht am Ende der Sieg sogar in der Höhe etwas schmeichelhaft aus. Also über ein 3-0 hätte man sich auch nicht beschweren können. Ja, ihr wart in der Überzahl, trotzdem seid ihr am Schluss etwas ins Schwimmen gekommen. Woran lag's? Was meinst du? Ja gut, wie gesagt, wie ich anfangs erwähnt hatte, wir hatten aus meiner Sicht, müssen wir eigentlich 3-0, 4-0 hundertprozentig machen. Wir treffen die Latte, wir haben zwei, drei Konter wirklich in Überzahl, wo wir mit drei, vier Mann im Strafraum das Tor nicht machen. Und dann natürlich wurde es auch ein Kraftakt kurz vor Schluss, dann kriegt man so ein durchgewurschteltes Tor durch Freund und Feind, dann steht es 2-1, drei Minuten vor Schluss und dann wird man natürlich nervös. Ja, anstatt da ruhig den Ball zu klären und gewissenhaft weiterzuspielen, kommt man dann natürlich klarerweise ein bisschen in Nervositäten, aber im Endeffekt geht der Sieg absolut auf unsere Seite und ist auch so korrekt. Du hast jetzt diese Woche die Mannschaft übernommen, nachdem der normale Trainer jetzt endgültig aufgehört hat und hast es vom Interimstrainer übernommen. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft und was kannst du uns zu den Hintergründen dieses Trainerwechsels sagen? Also wie gesagt, erstmal zu den Hintergründen kann ich nicht viel sagen. Ich habe das im Prinzip übernommen. Ich hatte auch nicht die Möglichkeit, irgendwie mit Mirko Schneider zu sprechen. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, was genau die Details waren, muss ich sagen, interessieren mich auch nicht an der Stelle. Heidelheim ist mein alter Verein. Ich habe hier zwei super Jahre verbracht, zwei erfolgreiche Jahre. Und ein Stück weit war es für mich wirklich auch eine Herzenssache, dass ich dann gesagt habe, okay, Heidelheim passt, jetzt der Zeitpunkt passt und von dem her, wie gesagt, alles okay. Du hast dich ja jetzt fast zwei Jahre lang zurückgezogen gehabt aus dem Fußball. Was waren da die Gründe und was ist der Grund, warum du jetzt zurückkommst? Ja, wie gesagt, zurückgezogen. Ich habe Familie, zwei kleine Kinder. Die hatte ich seinerzeit vor eineinhalb Jahren relativ wenig gesehen. Ja, ich war Arbeit, Fußball, irgendwann abends heimkommen. Jetzt haben wir renoviert noch. Wir haben jetzt wirklich die letzten eineinhalb Jahre Gas gegeben. Zu Hause auch wieder viel Zeit mit der Familie verbracht, was mich auch gefreut hat. Und ja, jetzt der Zeitpunkt ist wie gesagt genau richtig. Wir hatten noch einen schönen Sommerurlaub gemeinsam, den man als Fußballer eigentlich auch nicht in der Jahreszeit unbedingt dann immer hat, sondern eher ein bisschen vorm Sommer vorgezogen, im Juni. Jetzt waren wir nochmal gemeinsam in Urlaub, haben eine schöne Zeit gemeinsam verbracht und jetzt ist der Zeitpunkt auch wieder okay. Es juckt wieder ein bisschen in den Füßen und jetzt ist der Spaß auch wieder da und jetzt machen wir Vollgas. Was hat sich seit deiner Zeit als Spieler geändert und wie ist dein Eindruck von der Mannschaft jetzt in der kurzen Zeit? Ja, geändert hat sich nicht viel. Das spielt noch immer 11 gegen 11, Ball ist noch immer rund, Tore sind eckig, Rasen ist grün. Geändert hat sich aus meiner Sicht nicht viel. Die Mannschaft, muss ich wirklich sagen, ist sehr homogen aus meiner Sicht. Wir sind auf einem relativ ähnlichen Level alle. Wir müssen uns jetzt natürlich noch ein bisschen kennenlernen untereinander, die Spieler mich, ich die Spieler, wer welche Stärken hat, woran wir arbeiten müssen. Aber es ist eine sehr hungrige Truppe, was mir gefällt. Sie sind sehr eifrig, also die Woche war echt positiv. Was für Ziele willst du dir mit der Mannschaft setzen, sofern du das nach der kurzen Zeit sagen kannst? Und wie sieht es aus? Was kannst du uns für einen Ausblick auf den nächsten Gegner Wettersbach geben, den ihr ja bei einem Heimspiel empfangen werdet? Zu den Zielen kann ich nicht viel sagen. Ziel ist es für mich eigentlich immer zu gewinnen. Ja? Manchmal geht es auf, manchmal weniger. Wir werden jede Woche natürlich alles dran setzen zu gewinnen und dementsprechend die Woche darauf hin so zu arbeiten. Wie es dann laufen wird in den nächsten drei, vier Wochen, wird man wahrscheinlich dann erst sehen und hundertprozentig sagen können. Zu Wettersbach, ja, jetzt in der Landesliga eine sehr gute Mannschaft. Ich weiß, dass die auch in der Bezirksliga auch wirklich nicht schön zu spielen waren, sehr unangenehmer Gegner. Mit vorne auch einem Torgaranten, mit dem Spielertrainer Matthias Kolsch. Von dem her, ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel und wir werden sehen.
Georg, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Vielen Dank auch. Ciao.